Jonas Hildebrand, willkommen beim FC Energie Cottbus. Erste Trainingseinheit mit dem FCE. Wie geht's Ihnen heute hier in Cottbus? Ja, schon ein gutes Gefühl. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Hatte einen guten ersten Tag, einen anstrengenden ersten Tag, aber wurde gut aufgenommen. Viel Glücksgefühle, wieder hier zu sein. Also ich bin sehr glücklich. Der Trainer hat gerade schon gesagt, ja, den wollten wir eigentlich schon mal verpflichten. Hat damals nicht geklappt. Jetzt im zweiten Anlauf ist er sehr froh drüber. Erzählen Sie mal, was haben Sie gedacht, als Energie Cottbus wieder angeklopft hat? Ja, ich habe ja schon immer mit dem Gedanken geliebäugelt, dann wieder in die Richtung Heimat zu kommen. Ja, und dass das jetzt so kommt, gerade auch nach meiner letzten Phase, gerade bei Essen, wo es nicht so gut lief, war ich schon sehr glücklich und auch überrascht. Und dann musste ich nicht lange überlegen. Wie hat denn Maximilian Zimmer Ihnen das so schmackhaft gemacht, hier die neuen Ziele mit dem FCE? Welche Ziele haben Sie sich selber auch gesteckt? Ja, grundsätzlich will ich so viele Spiele spielen und auch natürlich dann auch gewinnen. Und das hat sich dann schon auch mit dem, was Maxi vorhat, hat sich dann schon geglichen und dann hat es nicht lange gedauert, dass er mich überzeugen musste. Sie haben gesagt, Sie möchten so möglichst viele Spiele absolvieren. Ja, der Konkurrenzkampf hat heute begonnen um die Plätze. Wo sehen Sie sich in der Mannschaft beim FCE? Auf welcher Position? Grundsätzlich fühle ich mich natürlich klar in der Zentrale wohl, ob auf 6 oder auf 8. Aber im Endeffekt habe ich das nicht zu entscheiden, sondern der Trainer. Scheiß Energie! Energie, gab es heute hier in Berlin den Last-Minute-K.O. Wie haben Sie die letzte Szene gesehen? Ja, unglücklich, wenn man ein Tor kassiert in der letzten Minute. Also da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Es waren wieder zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten von Energie Cottbus, genau wie im ersten Spiel. Was habt ihr in der zweiten Halbzeit besser gemacht? Waren wesentlich geduldiger, sauberer und einfach besser mit Ball. Gegenball haben wir kompakter gestanden, haben resoluter verteidigt und besser verteidigt. Ja, dann im letzten Drittel halt so unkonsequent gewesen, aber ansonsten, glaube ich, haben wir zweite Halbzeit gezeigt, was wir machen können. Die Frage drängt sich auf, warum schafft es Energie Cottbus im Moment nicht zwei Halbzeiten auf diesem Niveau zu spielen? Ja, weiß ich nicht, aber ist die Frage am zweiten Spieltag wichtig oder gucken wir am Ende, wie viele Halbzeiten wir gut spielen? Auf alle Fälle, was sehen Sie trotzdem, was kann man heute mitnehmen aus diesem Spiel? Ja, eine ganze Menge, glaube ich. Also Sie sagten ja schon zwei unterschiedliche Halbzeiten, wir müssen versuchen, auf dem Niveau weiterzuspielen, wie wir heute aufgehört haben, weil ich glaube, das war schon sehr, sehr gut. Ja, und ich glaube, das sind die positiven Sachen, die wir mitnehmen müssen. Die negativen versuchen wir abzuschütteln. Das Gute ist, dass Montag wieder weitergeht, wieder vor unseren Fans, zu Hause im Wohnzimmer. Und ich glaube, das ist das Positive, was wir mitnehmen können. Jonas Hildebrand, nach dem Spiel beim FC Dynamo haben Sie gesagt, es ist wichtig, dass wir viele gute Halbzeiten in diesem Jahr spielen. Wie haben Sie es heute gesehen? Wie viele gute Halbzeiten waren das heute beim FCE? Wenn wir mit dem Interview anfangen, da habe ich auch gesagt, dass der zweite Spieltag nicht entscheidend ist und wir Punkte holen wollen. Das ist mir jetzt wichtiger, dass wir drei Punkte zu stehen haben. Wissen wir, glaube ich, alle, dass das nicht gut war. Aber hier jetzt Montagabend vor den Fans wollten wir erstmal Punkte holen. Ich glaube, darauf kommt es jetzt auch bei uns an. Darauf bauen wir auf, nehmen die positiven Sachen mit und versuchen es halt konstant zu steigern. War das wirklich so wichtig, erstmal die Sicherheit zu bekommen, die drei Punkte, den Sieg, den Heimsieg, dass die Mannschaft so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein aufbauen kann? Ich hoffe. Also ich sage, es gibt nichts Schöneres zu gewinnen. Dann kommt noch dazu hier in dem Stadion vor den Zuschauern Montagabend, geile Stimmung, geile Atmosphäre. Also wem das nicht Lust auf mehr macht, ja, weiß ich nicht, der braucht nicht herkommen. Und ich bin da sehr glücklich drüber, dass wir die jetzt geholt haben. Sie stammen ja hier aus der Cottbuser Jugend, haben das auch schon als junger Spieler erlebt. War das damals für Sie so ein Traum, auch mal vor so einer Kulisse hier am Stadion der Freundschaft zu spielen? Ich kenne es ja noch, da war das Ding voll. Aber dafür ist das natürlich umso schöner. Und wenn man hier ist und das selber als Balljunge sieht, dann will man selber dann auch auf dem Platz stehen. Und umso schöner ist es dann, wenn man das machen kann, klar. Jetzt gab es insgesamt 4 Punkte aus den ersten 3 Spielen. Ist das ein gemischtes Fazit, was Sie da ziehen müssen? Ja, natürlich ist es gemischt, wenn man sich die Spiele anguckt. Aber ich glaube, einfach ein Blick auf den Spielplan und das, was die anderen Mannschaften machen, reicht auch. Also es gibt jetzt, glaube ich, keine Mannschaft, die jetzt komplett souverän durchmarschiert, die jetzt alle Spiele deutlich gewinnen und klar besser ist als der Rest der Liga. Von dem her sage ich halt einfach, gewonnen, 3 Punkte mitnehmen, jetzt die Zeit nutzen bis zum nächsten Spiel und dann schauen wir weiter. Vielen Dank.